Für ein gutes Spiel und man auf gerade mal mit einem schönen Scherli kommt aber leider nicht aufs Netz. Ah, der kommt aufs Netz. Ja? Spiel jetzt nicht, ich denke, ich spiele jetzt noch. Oh, aber du, ein guter zweiter Cut. Und da haben wir schon den ersten Defensive Touch. Und das ist schwierig zum wieder draufbringen. Machen sie aber schön. Und das ist der Paddy Pur. Paddy Pur mit dem schönen Flickerick. Flickeridoo. 1-0. Ah, sie sind immer noch am Aufwärmen. Okay. Wir sind gar noch nicht im Spiel. Gut, dann ein bisschen zu den Leuten. Wir haben es schon gesagt, Konstanzer. Zwar nicht in dieser Kombi, aber Sieger von der Squad Championships im Winter. Auf der anderen Seite, ist Ronny Champion Happ. Sogar, das stimmt. Ja, Champion. Ja, will vergessen. Liga. Und Ronny Happ und Paddy, sind das die beiden Präsis von grossen Running Club Basel? Das sind sie nicht, aber der Paddy, Teil vom Vorstand. Und glaubst du gar, das Präsidium? Der Ronny nicht. Für mich sind das die beiden Präsis gewesen. Nein, weiss, der Ronny nicht Teil vom Vorstand in Basel. Paddy natürlich auch in der Roundnet-Szene in Prag. Prag. Advanced. Advanced zusammen mit niemand anderem als Yves, Vize-Schweizer Meister, der da. Das tönt gut. Das ich tönt gut. Also der Paddy. Beide. Ich habe dort das Finale gesehen im Prag auf dem zweiten Platz, also auf dem Nebenplatz. Dort gegen Leute von Deutschland. Ja. Nicht von Konstanz gewesen, sondern von Leipzig, glaube ich. Leipzig. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ronny zieht noch seinen Pulli ab. Das heisst, jetzt geht es wirklich los. Jetzt legen wir los, legen wir los, legen wir los, legen wir los, legen wir los. Hier immer im Chat, Feedback bitte rein. Er wünscht Mikro. Es gibt nicht zu viel Feedback. Danke vielmals. Und liebe Grüße allen, die daheim sind und dazuschauen. Intermediate Semifinal. Here we go! Go! Und Blue Leg Pikes start to serve. Oh mein Gott! Klebt noch knapp der Rim, aber wunderschöne Winkel aus unserer Richtung ausgesehen. Das ist holy moly, Mio Mai, close gewesen. Ja, und der Ronny drückt. Und jetzt gibt es halt einen auf zwei. Micha, Micha, zwei. Oh, aber wird wieder die Katze. Oh, da spielen sie ja wohl, das Side ist. Und die Fans selber nicht mehr daran glaubt, dass sie dazu kommen, da eventuell noch zu verteidigen. Und somit. Sehr schnell unten, hat wenig Zeit, bringt den Böllen nochmal rauf. Und ja. Ronny macht den. Mit der Ruhe eines Ronaldinhos. Eines Röni Dinos. Ciao. Nein, ist gut. Okay. Sie schieben ein bisschen den Boden schon nicht mehr den Beste in unserem Streamingplatz 1. Ja, sie werden auch uns den besten Blick geben. Und da ist der Reverse. Und er kommt zurück. Und er bringt sie aufs Netz. Und da haben wir Hit on 2 von Renny. Und weg bist du. Und das. Da wieder Feedback. Sollte Eve noch einen Rhyme raiden, dann schreibe das rein. Mit vielen Vitaminen schreibe das in den Kommentaren rein. Wieder ein Reverse. Und der Ronny hat den Ball. Und du, sehen wir die Qualität vom Paddy, bringt den richtig. Ronny sagt sich, wieso einfach, dann machen wir das schwierige Lefty-Rap-Hit um sich herum. Bringt ihn aber leider nicht aufs Netz. Vielleicht doch ein bisschen zu schwierig. Und somit Marv zum Surf. Und wow, was für eine Karte. Aber Ronny, lass dich da nicht beeindrucken. Es schlägt aber leider im Pocket. Und jetzt viel Liebe auf den Ball von Marv. Aber sein Partner nicht möglich, den zurückzubringen. Und somit 3-1 Ronny. Zum ersten Mal. Ich glaube, er heißt Micha. Ich bin nicht sicher, ob er Micha heißt, aber ich glaube, er heißt Micha. Und da jetzt ein wunderschöner Flick aus Deutschland. Mit ganz viel Druck. Schwierig zum dort noch ankommen. Gefühl, Druck. Leidenschaft. Passion. More energy. Lot of energy. Während hier der Graupel uns durch die Kamera fliegt. Und ein riesen Surf. Paddy kann es nicht glauben. Ein Reverse verwischen auf der linken Seite. 3-3. Ausgleich. Another break. Gut für den Drop.
leider knapp auf dem Rand. Nächster Surf, gut für einen Cut. Ronny sieht das Ball auf Augenhöhe somit nicht spielbar. Und du. Oh, ein Defense vom Ronny kommt er leider nicht drauf. Frug hinter Call von Paddy. Ich glaube, der Paddy ist eher an der Defense auf Fuß gestanden. Somit Punkt an Konstanz. 4-3. Oh, gut dafür, eine schöne Lefty. Aber klippt den Rim. Clippert die Rim. Und gut für den Cut. Ist das jetzt auch Pedro? Ja, doch, Pedro. Ich glaube, im Intermediate gerade umso mehr Pedro, weil man Dodo auch, doch öfters noch mit nur Semi-Surf-Pressure auch mal eine Defense rausholen kann. Aber ich komme auch bis darauf an, ob eher die Surf die Stärke ist vom Team oder eher die Defense. Darum, I like it, Marv sehr, sehr gut am Surf. Für mich die richtige Entscheidung. Und jetzt sein Partner, der Micha, am Surf, Shot 5-4. Auch mit sehr viel Power. Ja, beide Konstanzer. Sehr flache Serves mit ganz viel Power dahinter. Auch beim zweiten, das ist die grosse Frage. Der Marvin ist über zwei gegangen. Und für einen Drop? Ah, nein, für einen Semi-Lefty-Cut. Interessante Auswahl. Gerade für den zweiten. Hier noch der linke, schwierigere Serve rein zu tun. Keep the opponent guessing. Scheint so ein bisschen das Mittel von Micha zu sein. Jetzt der Perry. Ja, es geht selber für den Drop. Natürlich jetzt mit dem nassen, rutschigen Boden auch immer eine Option. Zweite, wahrscheinlich probiert so ein bisschen zwischen Pressure und Druck rausnehmen. Funktioniert leider nicht. 6-5 für die Surfmates Mermaids von Konstanz. Marv mit einem anderen Surf bringt er drauf, aber mit zu viel Bounce über den Kopf hinweg vom Paddy. Und hier jetzt auch der Ronny zeigt, dass auch er kann gut servieren. Oh, und ein cleverer Push-Shot von Micha. Paddy was kept guessing. Kommt nicht an den Ball. Und somit Micha wieder am Surf. 7-6. Gut für einen White Stance. Oh, werden sie das spielen? Nein. Lebt auch wieder ein bisschen ab. Werden wir hier Miri im Hintergrund sehen, ein bisschen Eigenwerbung machen für ihre Redle, die sie hier macht. Oh, und Micha geht wieder für den Drop. Wieder Lefty. Ja, jetzt ganz viele Doppelfehler in den letzten paar Minuten. Viele Pedros. Dann sehen wir die nächste Rallye oder das nächste. Ja, bis jetzt, jeder Ball, der auf dem Netz war, hat eigentlich fast zu einer Rallye geführt. Ja, also die Entscheidungen dürfen wir hier auch ein bisschen hinterfragen, dass hier nicht ausgespielt wird. Paddy geht wieder für viel Power. Lebt aber auch ab. Und wieder ein Ball, der nicht ausgespielt werden kann, weil es im Regelwerk steht, dass ein zweiter Fehler auf dem Surf nicht einmal ausgespielt werden muss. Und hier zeigt er mal seine Klasse. Paddy ist hier und es hat... Oh, ist das der Double-Touch? Ja, er geht es zu. Unsere Konstantinopler zeigt auch einen Double-Touch. Obwohl er noch schön ausgespielt wird, aber zum zeigen, dass die Defense da war. Aber der Micha, fairer Spieler, zeigt auch, dass er da mit beiden Ball gesettet hat. Und somit Punkt für RC Basel. Roundabout. Und bei mir 8-8 ist dann aber anders da. Vielleicht gibt es ein Redo. Wahrscheinlich. Doppelfehler. Dann wäre jetzt 9-7, das würde wieder stimmen. Ja, aber eigentlich jetzt kein Break, gell? Oder haben sie vielleicht... Ich glaube, sie haben einen Redo gemacht. Ich bin verwirrt. Vielleicht hören wir es ja auf dem Netz, den Score. Dann bitte in den Chat schreiben. Dankeschön.
Oh, und. Ich glaube, er hat von dran vorbeigeschlagen. Die Idee ist nicht schlecht, aber nicht genug Präzision auf dem Flick. Auch nicht der einfachste Ball. Somit, oh, gut für einen Drop-Versuch. Und ein Paddy. Oh, nicht genug Kontrolle hinter dem Ball. Und somit vorspringt ihm der. 11-9. Ja. Okay. Haben wir wohl einen Break verpasst. Oh, ein starkes Serve von Micha. Paddy ist rein, geht ein bisschen weg. Da ist der Defensive Set und ein Marv mit genug Qualität. Und sie reizt um den schön weg zu pullen. Schöner Block und schöner Soft-Touch da von Micha. Ja, gut Kontrolle behalten, sich auf den Ball fokussiert. Mit der Ruhe da den schön gesetzt, dass der Marv den kontrolliert hat können abschließen. Und jetzt die erste ein bisschen deutliche Führung in dem Satz mit 12-9 für Konstanz und darauf befolgt der Doppelfehler. Ja, in dem Halbfinale wie gespielt auf? 21. Hardcap. 25 in den ersten zwei Sätzen, der dritte je nach Belieben mit oder ohne, tendenziell ohne, aber werden wir sehen, bis jetzt noch nicht so viel spielt auf drei Sätze gegangen. Und da sehen wir den Paddy beim Surf, gut wieder für Reverse und Konstanz spielt das aus. Mal schauen, ob das hier noch ins Viertel bist. Macht es diesmal nicht. Paddy zwar mit einem Touch und Ronny mit einem guten Chase Down, bringt aber nicht genug Kontrolle hinter den Ball, um den richtigen Netz zu bringen. Und somit Marv am Surf bei 13-10. Der wird wahrscheinlich glow. Was soll ich wieder sagen? Nein, tendenziell denke, dass sie dann auch weiter spielen, weil der Marv eben so gut serviert, aber da mit ein bisschen. Good call. Wenn es einen Doppelfehler gibt, ist einer nicht spielen immer ein guter Call. Ronny am Surf, 11-13 mit viel Topspin und Marv mit viel Qualität. Im Finishing vor allem. Aber Ronny steht dort eigentlich gut, müsste vielleicht noch ein bisschen weiter runter, bringt den Böllen nicht hoch. Fällt wenig. Ja. Doch 3 Punkte Unterschied, aber gespielt wird auf 21. Das heisst, noch alles offen. Aber ein schöner Receive auch von Marv. So, wettermäßig hat es wieder angefangen zu regnen. Ein stärkerer Wind hat eingesetzt. Mal schauen, wie die Spieler mit dem umgehen. Wäre wahrscheinlich im zweiten Satz auch aufs andere Netz wechseln. Wenn jetzt der Micha hier aber serviert. Und da macht der Paddy einen wunderschönen Pull unter dem Körper durch. Findet dort noch ein Zentimeter Netz. Marv am richtigen Ort, aber erwartet doch nicht so einen pulligen Pull. Ja. 12-14. Paddy am Surf. Erste Unrim. Jetzt mal schauen. Spielen sie auf Defense? Gerade gegen den Micha? Machen sie nicht. Gut, hi. Und somit 15-12. Ja. Jetzt ist langsam Zeit, wirklich zum an diesen Breaks zu arbeiten. Gerade jetzt ein wichtiger Hold für den Ronny, dass du die Konstanz nicht noch mehr Momentum gewinnen. Jetzt sehen wir, was uns zum. Oh, aber da! Genau in dem Moment, du sagst es, packt der Marv eine Rakete aus! Mit links! Auch in Deutschland zwar Rechtsverkehr, aber die Linke trotzdem unaufhaltsam auf der Autobahn durchgeflitzt. Und somit ein komfortabler 3,5 Break Lead. Und da wieder einer, der rutscht so übers Netz, wunderschön. Aber der Paddy. Die Qualität nimmt das, da das Auge an. Als wär's nichts. Ronny sieht es schön und dann er guckt ihn aus, sagt man ja so auf Deutsch. Ja. Wunderschön. Ein schöner Push an der Defense vorbei. Und Ronny
muss jetzt einfach zaubern. Oh, wunderschöner Surf. Aber Konstanz nimmt nicht das Problem und Micha zeigt, dass er auch eine Linky hat. Und auch der ist gone. Während sich hier wieder zwei, drei Sonnenstrahlen probieren, durch die Wolken zu prügeln. Eine willkommene Begrüßung von weiter oben. Und während wir wieder ein schönes Surf gesehen. Oh, der Micha ist hier, liest da vom Ronny. Oh, aber denen nicht. Genug. Hat er den Schaffhausen-Trick probiert? Mutig, ja. Hätte wollen. Von Ronny auch mutig, dass er DT macht. Micha liest es aber. Ja, die Idee ist gut, aber der Micha einfach noch ein bisschen schneller im Kopf kann reagieren auf den. Und der Marv wieder mit einem wunderschönen Receive und dem qualitätsvollen Flick. Und bereits schon 18-4. Bei so einem Resultat denkt man daran nur noch 3 Punkte. Oder ist es noch zweiter? Ich glaube, wir denken schon ein bisschen dran, gerade wenn man sich aufs Receiving begeht. Und ich möchte jetzt den Marv hier schon auch noch einen Punkt machen, dürfen wir auch ruhig ein bisschen Risiko nehmen. Und gerade wenn es so läuft im Surf, und da müssen sie da jetzt spielen. Und das ist einfach zu viel Qualität von Marvin. Und der ist weg. 19-14, 4,5 Breaks vorne. Der Satz. Might be soon in trockenen Tüchern. Einer drauf an der deutschen Grenze. Was denkst du? Ja, wir werden es sehen. Oh, wieder in Defense. Und jetzt ist der Satz auch schon ziemlich vorbei. Ein weiteres Break. Konstanz, obwohl 4 zieht gegen Erste. Ja, Konstanz mit ganz viel Konstanz. Mit ganz viel Konstanz. Das macht im Moment so ein bisschen den Unterschied aus. Jetzt in den letzten 2-3 Spielzeugen Basel wirklich mit 1-2 Set, wo man sich zu wenig Zeit nimmt, mit 1-2 Abschlüssen, wo man ein bisschen überhastet ist und schon statt 20-14. Oh, Marv wieder mit einem druckvollen Zweiten. Bekommt er sogar noch einen Touch? Und, oh, der Marv bekommt nicht weg in der Party, auch mit dem Defense. Und das ist wieder, und das ist wieder ein Doppelset von Micha. Wieder nicht geahndet, wie man so schön sagt. Aber diesmal unrim. Braucht es keine Diskussion. Schöne Rallye, schöne Punkt. Vom Paddy, es geht weiter. Und du. Wow! Uiuiui! Und der wird Rim called. Der Satz auch noch nicht für mich nach Roll-Up ausgesehen. Aber bei so einem Stand dürfen wir da auch schon mal einen Punkt geben. Aber der Roni serviert einfach weiter. Es geht jetzt morgen Party mit der schönen Body-Defense! Und noch die Defense von Marv und der muss drauf. Oh! Und der könnte in die Front-Pocket gegangen sein. Oder dann Rim. Oh, der Unrim. Also ich habe das Netz auf jeden Fall bewegen gesehen. Die Frage ist aber, zuerst Unrim ist und dann rein. Alle war's zuhause, vielleicht werden wir den klippen. Alles klippen. Alles klippen. Ich glaube, sie gehen auf ein Redo. Kann ich mir gut vorstellen. Jawohl, machen sie auch. Der Paddy im Moment ganz in der Zone. Aber wieder ein Body-Up. Wieder geht's weiter, wieder geht's ins Rally. Wiederholung. 16-20. Sehen wir wieder ein Rallye? Ich glaube nicht. Wir enden den Satz mit einem Pedro. Pedro. Wir enden nicht mit einem Pedro, aber wir enden mit einem reingelegten Ball. Aber oh, wir enden nein! Durch. Und der. Ist ui! Gut. Aber der Marvin macht den Sack zu. 21-16 in dem ersten Satz. Wenn's. Für die konstant aufspielenden Konstanzer. Surfmates, Mermaids. Ja, jetzt Raul, jetzt du mal mit der Halbzeitanalyse. Ich mit der Halbzeitanalyse, ja. Abgesehen davon, dass du ja, ich habe es eigentlich schon zusammengefasst. Ich bin halt der Mann der wenigen Worte. Konstanz. Wirklich, Konstanz. Wir machen immer wieder Druck mit sehr flachen, Witz. Kraftvollen... Ah, sorry. Die sind bei uns. Okay. Mit sehr flachen, kraftvollen Surfs. Vor allem am Anfang des Satzes hatte ich das Gefühl, das Basler Team viel über das zweite Anspiel. Das zweite Anspiel ein bisschen Druck draussen. Jetzt am Schluss, wo der Regen so ein bisschen aufgehört hat, die Sonne vorgekommen ist, sind sie besser gekommen. Die Sonne im Moment da, die Wolken ein bisschen weg. Das heisst, Basel dreht auf. Basel dreht auf. Der Paddy, der letzte. Schau, die Sonne kommt auch schon. Alles Schlechte von gestern ist vergessen und besser. Heute ist wieder wärmer.
Auch das. Shoutout an Schwellheim. Kennst du? Und man sieht, ich nicht, aber nur mal geschwind die Körpersprache von Paddy. Er hat die letzten 3 Spielzeuge, hat er, glaube ich, 3 Body-Ups gehabt. Wenn er jetzt in dem Ding bleiben kann. Wir hören euch nicht, aber sie hören euch. Dann habe ich das Gefühl, ich kann jetzt der zweite Satz nochmal ganz, ganz, ganz anders aussehen. Ja, und jetzt ist auch Zeit für more energy, more passion, more footwork. Das ist definitiv so. More passion, more energy, more footwork. More passion, more energy, more passion, more footwork. So, neben uns Nora und Vivi. Sie wollen nachher das Kommentieren übernehmen, weil sie sehen, Boys, die können das nicht. Wir brauchen da Frauen, Power, weil die sind sowieso schlauer. Women represent. Represent in the stream. Ja. Wir würden das Finale sehr gerne streamen, würde aber auch heissen, dass ihr nicht kommentieren könnt. Wenn nein, sie können das Männerfinale kommentieren. Das ist es ja! Es ist es! Ah! Vivi kommentiert zum Männerfinale! Clip it, ship it! Im Männerfinale, das Frauenfinale wäre soweit, es gilt in dem Fall Östroflex gegen. Eline und Selina! Im Finale. Wir haben sogar den Semifinal gestreamt, nicht? In einer halben Stunde, je nachdem, ob da der zweite Satz der Sack zugemacht wird oder eben nicht. Das wird ein sehr spannendes Spiel. Final Östroflex gegen. Ja. Ja, mega. Aber der zweite Satz wird auch spannend. Das. Darum jetzt wieder zurück zu dem Spiel. Wer hat den Böllen? Paddy. Schafft es der Paddy von Anfang an Druck zu machen und einen coolen, zweiten, spannenden Satz rauszuhauen? Er, wie schon von mir ein paar Mal gesagt, in den letzten paar Böllen vom zweiten. Vom ersten Satz. Unglaublich gut kann er dort anknüpfen. Übrigens, im Open Pro Contender CR3 sich als erstes Team durchgesetzt für ein Halbfinale. Und auf die restlichen Teams warten wir noch. Und jetzt. Basel bereits mit dem ersten Break. Basel bereits mit dem ersten Break. Haben sie fürgefangen? That is the question. It is and it will be answered. Oh, der geht knapp an Rim, aber mich auch mit dem. Pedro! Mit dem Easy Receive. Fehlt wenig. Jetzt mal schauen, ob Basel besser mit der Surf Pressure von der Konstante Constanzo. Klar kommt. Der anscheinend. High called. Nicht high, der genau. Bekommt ja an Brust, aber ich glaube, es sei. Schwierig zu sehen. Oh, und das ist ein Reverse, wo der Paddy mit rechts annimmt. Aber da ist der Marv und spielt Defense. Und fliegt der Beautiful weg. Break für die Konstante Constanzo. 2-1. Oh, gute Entscheidung von Paddy da. Hit and two. Nach einem knusprigen Receive von Ronny. Hätte sogar sehr schön ausgesehen, aber gut, leider am Rim. Ich habe es wie so in Zeitlupe gesehen, es ist wirklich cool probiert. Fehlt wenig, dann wäre es ein riesen Winner gewesen. Aber leider 3-1 jetzt für Konstanz. Nehmen wir das Momentum mit aus dem ersten Satz. Und jetzt. Oh, und Paddy mit einem Doppelhit. Hätte man vielleicht nicht auf Kamera gesehen, aber als fairer Sportsmann geht das der Paddy zu. 4-1. Nicht der Start, den sich Basel erwünscht hat. In der zweiten Satz. Nein, ein Körpersprache gerade wieder völlig anders. Die Stimmung gerade so ein bisschen kippt. Paddy. Jetzt wieder zurück ins Spiel. Oh. Und der Ronny mit dem Flick vorne raus. Lecker, lecker Flicke! Schwierige, aber gute Entscheidung. Ein schwieriger Ball. Wunderbar. Aber es sind vielleicht genau die, die dich dann wieder zurück ins Spiel holen, wenn du dir einen möglichen machst. Ja, bringt wieder ein bisschen Schwung, ein bisschen Vertrauen und da, und da ist, es. Ist es! Bang! Warnung um, der ist kein Basler, wie man so einen Surf. Da darfst du auch schon mal springen. Auch als Kirche machen wir damit. Du hast vorhin gesagt, ganz, ganz faire Spieler am Netz. Wir haben es schon im ersten Set gesehen, dort der Micha, der etwas zugibt, wo man nicht genau sieht, dass man den Paddy.
Und wir haben einen Spielstand von 3 zu 4. Swiss Running lebt die Fairness. Und das ist doch schön an dem Sport. Wenden wir... Oh! Eine clevere Liga von Marvin gesehen. Ronny reagiert aber gut drauf. Ja, täuscht da den Pull an, aber es ist dann doch ein Push. Und der Ronny bringt ihn zwar rauf, aber dort ist sein Körper noch im Weg. Ich finde es geil. Zara aus Leipzig schreibt, der mit der schwarzen Cap an der Mütze war in Mallorca. Das stimmt. Und wir haben beide schwarze Mütze. Ja, ich habe gemeint, sie meint den Marv. Ah! Ich bin so dumm, ja, wieso denke ich an uns? Der Marvin hat auch eine Kappe, logischerweise. Ja, ich habe gar nicht so weit überlegt. Ja, aber der Marvin ist in Fresh gewesen, ja. Organisiert von Future Roundnet. Ein riesen Event, sie machen das immer dann, wenn ich nicht kann. Darum da kurzer Shoutout an Future Roundnet. Klärt doch das nächste Mal mit mir, wenn ich Zeit habe, um auch mal auf Mallorca können. Nein, damit ein riesen Event. Zürich repräsent! Oh, beide schöne Cuts. Und jetzt ist Defensive Time! Oh! Beide bekommt da noch eine Berührung dran, aber leider nicht so. Der Score im Moment falsch. Aber ich weiss nicht, wie viel das schaut. Auch das zweite. Don't look at the score. Es steht 6-4. Ich glaube 6-5. Ja, vielleicht 6-5. Weil sie haben nicht gedreht. He? Und da ist ein Drobbity Drop. Drobbity Drop. Das ist der Job. On Ronny. The Rob. Und somit haben wir wieder eine kleine Führung. Fürs Team. Die Surfmates kommen aus Konstanz, Matthias. Vom Bodensee in der Schweiz-Deutschland-Grenze. Oh, und der Paddy mit katzenartigen Reflex bekommt er noch irgendwie auf. Ronny aber schon auf den Boomball am Lossprinten gesehen. Und da haben wir das klassische Grenzduell. Basel gegen Konstanz. Obwohl zwei beide Seiten nicht einander. Aber ein bisschen verschoben. Ja. Der Bodensee geht durch den Rhein. Schwierig zu sagen, ob sie auf der anderen Seite vom Rhein sind. So geografisch gesprochen. Weißt du, vielleicht macht der Rhein im Bodensee so einen Whirlpool und dann sind wir eigentlich auf der gleichen Seite. Je nachdem, also, wie du es anschaust. Das ist natürlich möglich. Alles eine Frage von dem Blickwinkel. Ja. Oh, und was ist der vom Ronny? Aber der bekommt den Micha und den Marv irgendwie noch zurück. Und dann geht er durch und es geht niemand von den Basler. Und darum 9 zu 6. Nimmt man jetzt ein Timeout, um es irgendwie noch mal zu drehen? Oder wenn wir den Moment, um die Karte noch zu zücken? Ich denke, es wäre nicht dumm, hier vielleicht mal ein Timeout reinzuschmuggeln. Aber auch vielleicht doch ein bisschen zu spät. Wird da high called, während die Baslerinnen vorbeilaufen und für ihr Team fehlen 7 zu 9. Und ein starker Reverse vom Paddybot. Schon wieder ein wunderschönes Set von Marv. Micha mit genug Ruhe, um danach auch wegzutun. Zählt er schon als Boomball in Orbit? Das Netz bricht. Boomball in Orbit! Shoutout zu den Rounded Anti-Helden. Oh, und again, a wonderful. Nicht Sideout, Defensive Break. Defensive Break. Ja, schöne Touches. Also, der Set vom Ronny ein bisschen zu wenig super, damit ein Paddy schön versorgen kann. Marvin liest es dort, dass der Paddy dort einen Punkt spielen muss. Und kann ihn dann durch die Schnittstelle genau zwischen der Ronny und dem Paddy wegspielen. 11-7. Komfortable Führung. Timeouts sind noch keine genommen worden. Könnte man noch nehmen. Und jetzt Ronny mit einem Sideout links. Schaffen es die Basler, das Momentum noch zu drehen. Weil im Moment steht 11 zu 8 für die beiden aus Konstanz. Der erste Satz ist an die Konstanzer gegangen. Im Moment sieht es nach einem Two-Set aus. Ronny mit dem ersten Unreal.
Nimmt er jetzt Tempo raus oder muss man da beim zweiten riskieren? Beides. Tempo rausnehmen, aber trotzdem scharf bringen. Und das macht er auch. Und da ist der Defensive Touch. Aber leider das nicht. Das ist für einen ist nicht mega super. Der Micha muss ihn eigentlich dort hin spielen, wo die beiden Basler schon stehen. Aber sie bekommen dann nicht genug kontrolliert durch. Und der Marv hat übrigens immer eine Ersatzfülle in der Tasche gehabt vorher, damit er trocken bleibt und sein Cut besser ankommt. Auch jetzt wird wieder der Böller getrocknet, bevor es weitergeht. Oh. Aber Pedro, er hat an der Wim. Pedro. Pedro. Ah, scheiße, falsch richtig. Falls ihr uns da rausgehört, wir brauchen einen Waschbär hier auf der grossen Almend in Bern. Bring ihn doch einen vorbei, wenn ihr einen habt. Während der Paddy seine wunderschöne Party macht und da das ist fuck! Bada bing, bada bung! Mr. Woods, genau White das, Paddy is stepping in the room. Genau solch Bodyblock von Paddy, wo Basler wieder so ein bisschen ins Spiel gebracht hat. Jetzt auch wieder sehr schön kontrolliert, dann ein super Satz von Ronny und 10 zu 12. Die Welt sieht wieder anders aus. Die Welt sieht wieder ein bisschen rot-blau aus. Mal schauen, was der Paddy daraus macht. Der muss jetzt natürlich aufs Netz. Ah! Es gibt einen Pedro. Pedro. Ich muss sagen, das ist noch schwierig. Es ist wirklich schwierig zu machen. Und dann Micha mit einem sackstarken Surf. Ah. Seht ein bisschen daneben. Und somit 14-10. Jetzt ist wichtig dranbleiben. Noch mal glauben. Benzo! Okay, alles gut. So, hast du gerade danke, danke. Einen Depp gemacht? Ah, sorry, man's killed. Meine kleine Shoutout von Matthias bekommen. Er ist gerade krank im Bett. Mein eigentlich heutiger Partner. Wir schicken viel Liebe zurück, Matthias. Wird wieder gesund. Ja, so schnell wie möglich. Matthias, wer ihn nicht kennt, ist der Spieler, der eigentlich immer nur fürs Publikum spielt. Auch in Bologna jetzt mit einem sensationellen Set. Wo ihr noch in die Kamera schaut, falls ihr es noch nicht gesehen habt, folgt doch am Colton. Wie heißt der Colton auf Instagram? Colton Morph. Coltenmorf. Ich schreib's in den Chat. Ja, Matthias, immer wieder mit so spektakulären Aktionen. Letztes Jahr mit einem Fallrückzieher. Ja, was heisst das? Eigentlich in jedem Turnier macht Matthias so Sachen. Wie ist es mit ihm zusammenzuspielen? Jo, immer Spaß, das zu machen. Und man weiß einfach, man hat bei jedem Ball die Chance auf Defensive Touch oder auf einen schönen Sideout, auch im Receive. Sehr viel Kontrolle bei ihm. Oft. Ja, die Möglichkeit zum Sideout spielen. Wenig Breaks. Und auch immer wieder sehr für einen Ast zu haben. Einfach auch eine gute Person, so. Ja, allgemein. Drum wird schnell wieder gesund. Wer mir oh! Ist der Fuß drin? Ist er nicht? Konstanz. Agreed. Vom Score bin ich mir im Moment gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, es ist ein 12-14. Hm. Danke, Matthias, für die Korrektur. Anscheinend Colton O-Morph. Das ist natürlich noch. Und der Paddy mit dem Nass. Ein Dropperly Lop. Matthias, weißt du eigentlich, wieso er so heißt? Auf Instagram? Das habe ich nie gefragt. Weil eigentlich heißt er Colton van Etten, glaub. Heißt er aber einen speziellen Runner-Name. Insta-Name. Aber ich sagte, Colton wird bald Colton Rounded heißen. Weil ja, viel Rounded, ja. Die, die Colton nicht wissen, macht ganz viel Rounded-Content, nimmt ganz viel auf, macht viel für die Community. Statistik. Alles. Und wieder ein Body-Touch von Paddy. Er ist einfach überall im Moment. Ich glaube, im Kopf von der Konstanzer muss er im Moment überall sein. Es hat einen Drop-Ass gegeben, wir haben es verpasst. Anscheinend. Von Paddy oder von Ronny? Von Paddy, das habe ich gesehen. Ich habe es aber verpasst. Du hast es verpasst, ja.
Scheiße. Qualität in Zürich ist rum. In Basel natürlich auch. Natürlich nicht. Und wieder ein Drop und der Micha. Back on Sender. Mit einem Step-In nicht gesehen vom Paddy oder vom Ronny. Und darum jetzt Micha weiterhin am Servieren. Wenn dann nicht spielen. Ein High Call. Zweiter Surf für den Micha. Und Paddy hat recht, let's call. Das Resultat gut ist dem 3 jetzt, ja. Ja! Sollte der Score stimmen, ich bin ein bisschen happy. Ich habe schon so ein bisschen Angst gehabt, dass ich da einen falschen Score muss senden. Ich bin 14-16. Alles noch offen, es geht auf 21. Erster Satz ist ein Konstanz. Und da haben wir ein weiteres Drop Ace. Bada bing, bada boom. Drops effektiv in diesem Room. Und da wollen sie spielen und sich doch. Und der Paddy ist fast noch dran. Glaub nicht mehr on camera. Da fehlt ihm vielleicht noch 30 cm, um den Bülle wieder zurückzubringen. Nach dem Backhand. Ist das Sideout einfach? Du bist am Lachen, ist etwas im Chat. Ja, der Matti wieder. Dieses Game ist wie Feiern mit Raul. Ein kurzer nach dem anderen. Also er ist mittlerweile alt, er macht nicht mehr so viel kurz hintereinander. Aber lustig ist er. Das muss ich jetzt sagen. Okay. So. Was das alt ist. Ich bin übrigens nicht der älteste auf Platz. Wir haben jemanden gefunden, der älter ist als 29. Einer von den Churer mit Jahrgang 86. Bewegt wow. Sich aber noch. Wie ein Rehle. Das geht für jede Bühne. 29 ist. Das sind wir der Marvin mit dem nächsten guten Anspiel, aber hei, drum 16-18. Welche Jahrgang hast du? Kunstheim. 94. 29. Der Math. Das Math. Luckily for you. Aber not a lot of people believe in you. Mit dem Surf läuft der Basler noch nicht so ganz mit Wünschentum, schon 19. 18. Neue Rotation am Netz, Micha am Surf und jetzt Time to Shine für Basler. Oh, und der Reverse! Und irgendwie bekommt Ronny da auch noch zum Paddy, aber ein bisschen zu viel Spin vielleicht, um den kontrolliert zurückzubringen. Und das ist der Matchball hier im Semifinal. Für die konstante Konstanze. Micha am Surf. Gut für den Lefty, der kommt. Paddy aber ohne Problem. Und weg ist er. Und macht ihn schön weg. Halte die Chance noch am Laden. 20-17. Ronny am Anspiel. Bräuchte 4 Ace. 3. 3 Ace. Um in dem Spiel zu bleiben. Oder natürlich 3 Mal ausspielen. 3 Defensive Breaks. Aber Breaks müssen sie. Der erste, keine, wird geholt. Ich meine, wieso nicht provozieren, dass schon der Doppelfaller kommt. Und Ronny jetzt mit der Last von 1000 Bagen auf seinen Schultern. Und er rührt den Abend, bringt den Böllen nicht mehr auf. Und somit ist das Halbfinal-Geschichte. Surfmates Mermaids. Aus Konstanz. Wie heisst dort eigentlich der Verein? Blue Lake Pikes. Die setzen sich da durch. In 2 Sätze. Sind nachher im Intermediate Advanced Final. Sichern sich das Podium. Während Basler noch um Platz 3 und 4 werden spielen. Wir hier im Stream